Als er den letzten seiner Besitztümer in die Kiste legte, schaute sich der ältere Mann mit einem Walnussstock noch ein letztes Mal im Zimmer um. Sein Name war Dr. Zachary Johnson und das Büro, in dem er die letzten drei... Sein Name war Dr. Zachary Johnson und das Büro, in dem er die letzten 35 Jahre gearbeitet hatte, war nun leer, abgesehen von den Möbeln, die er von der Foundation erhalten hatte. Es war eine gute Zeit gewesen. Er war Hauptverantwortlicher für 6 Artikel gewesen und hatte bei mindestens 12 anderen wichtige Beiträge beigesteuert. Aber leider war es Zeit, sich zurückzuziehen, und mit einem melancholischen Lächeln machte Dr. Johnson das Licht in seinem kleinen Spielplatz aus und trat in das angrenzende Labor. Direkt nachdem er eingetreten war, wurden Johnsons Ohren von dem hektischen Gemurmel eines Mannes bombardiert, der an einem Schreibtisch in der Ecke saß und sich durch einen Haufen Papiere wühlte. Der Name dieses Mannes war Jacob Conwell und er war die letzten 3 Jahre Johnsons Assistent gewesen. Johnson lachte leise vor sich hin, als der Mann durch Stapel von Papieren blätterte und diese dabei fast umstieß. Seine Geschwätzigkeit wurde mit der Zeit immer unzusammenhängender. Schließlich räusperte sich Johnson. Conwell erstarrte und blickte von seinem Papierkram auf. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht, als er Johnsons Lächeln sah. Dr. Johnson, es tut mir leid, aber ich werde die nächsten Akten wohl nicht rechtzeitig fertig bekommen. Ich warte immer noch darauf, dass Clayton mir seine Abschrift mailt. Ratterte Conwell nervös herunter, bis er von Johnsons erhobener Hand zum Schweigen gebracht wurde. Das ist wirklich kein Problem, sagte Johnson mit einem Lächeln. Dann ging er zum Schreibtisch und blickte schnell auf mehrere Ordner, die bereits ordentlich abgelegt waren. Aber alles andere ist in Ordnung, hoffe ich. Natürlich, antwortete Johnsons Assistent nickend. Ausgezeichnet. Johnson sah sich dann im Zimmer um. Er gluckste vor sich hin, als er eine kreisförmige Geste mit seinem Stock machte. Ich wurde informiert, dass sie dir das Labor zur weiteren Erforschung von 1360-1 übergeben werden. Sieht aus, als wärst du jetzt der König des Schlosses. Johnson sah zu, wie Conwell die Stirn runzelte. Das hat man mir zumindest gesagt. Du hast bisher gute Arbeit geleistet, sagte Johnson, als er seinen Assistenten auf die Schulter klopfte. Und wie gesagt, ich denke, du wirst auch in Zukunft gute Arbeit leisten. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß, und wenn du genug Zeit hast, wirst du wieder mit 1360 sprechen können. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der besser für diesen Job geeignet ist. Danke. Ich weiß das zu schätzen, Dr. Johnson. Conwell streckte seine Hand aus, welche Johnson schüttelte. Es war mir ein Vergnügen, für Sie zu arbeiten. Johnson nickte zustimmend. Er würde sein Labor vermissen, fast so sehr wie die Arbeit mit seinem Assistenten. Johnson blickte dann auf seine Uhr und machte eine Geste zur Tür. Sollen wir dann zur Party gehen? Ich denke, ich spreche sicher für alle hier, wenn ich sage, dass wir Ihre Dienste für die Foundation zu schätzen wissen, Dr. Johnson. Und dass Standort 19 ohne Sie nicht dasselbe sein wird. Die Kantine wurde von Applaus erfüllt, als Dr. Greg Collins seine Rede beendete. Kurz darauf kehrten die zahlreichen Mitarbeiter, die für den Kuchen und die Erfrischungen gekommen waren, zu ihren individuellen Gesprächen zurück. Hin und wieder kam einer von ihnen und gratulierte ihm zu seiner Pensionierung, aber den Großteil der Zeit verbrachte Johnson an seinem eigenen Tisch mit Conwell, während er beiläufig den Geschnatter zuhörte, welches den Raum füllte. Ehrlich gesagt waren die meisten Personen, die Johnson für seine Freunde gehalten hatte, längst aus der Foundation verschwunden. Entweder durch ihren Tod oder Ruhestand oder beides. Standort 19 war inzwischen mit neuen Gesichtern gefüllt und Johnson konnte nicht anders, als in sich hineinzulachen, wenn er daran dachte, wie alt er sich deswegen fühlte. Was ist so lustig? Fragte Collins, als er sich dem Tisch näherte und sich setzte. Der Tag ist tatsächlich da, antwortete Johnson. Ich dachte wirklich, ich wäre schon lange tot. Wir hatten die ein oder andere knappe Sache, sagte Collins mit einem Grinsen. Ich hasse es, dich gehen zu sehen. Wir hatten so viele Abenteuer zusammen. Johnson hatte mit Collins an 5 gemeinsamen Projekten gearbeitet. Seiner Kenntnis nach sollte er sich um die Objekte kümmern, die nicht seinem Assistenten zugewiesen wurden. Du wirst viele eigene Geschichten haben, wenn du in Rente gehst, Johnson schmunzelte. Bestimmt auch aufregende, wenn man bedenkt, dass du mich nicht dabei hast, um deinen Arsch aus dem Feuer zu ziehen. Die beiden Männer lachten leise, aber schon bald verstummten sie. Wird Freeman mitmachen? Fragte Collins. Sein Ausdruck war ernst geworden. Das wird sie. Ich musste jeden Gefallen einfordern, den ich noch hatte, aber mir wurde ein letzter 10-minütiger psychologischer Gesundheitsbesuch erlaubt. Du passt auf ihn auf, wenn ich weg bin, oder? Natürlich. Collins nickte zustimmend.
Dann schaute er sich kurz um. Nun, da der Kuchen und die Erfrischungen weg waren, begann die Party schon zu Ende zu gehen. Ich glaube nicht, dass du hier länger gebraucht wirst, wenn du das aus dem Weg räumen willst. Johnson lächelte und nickte. Ohne ein weiteres Wort schüttelten die beiden Männer die Hände und Johnson ging. Die humanoiden Eindämmungszellen in Standort 19 waren nicht für ihren Komfort bekannt. Besonders die, in der Dr. Harold Thompson verwahrt war. 4 graue Wände, eine Pritsche, ein Waschbecken, eine Toilette und das Wissen, dass dich jemand von der anderen Seite eines Einwegspiegels beobachtet, der in der Wand bei der Tür eingebettet ist. Harold sah sich selbst in diesem Spiegel, als er auf der Pritsche saß. Die dunklen Ringe um seine Augen deuteten darauf hin, dass er mehrere Jahre nicht richtig geschlafen hatte. Dr. Thompson, bettet Sie Ihre Handschuhe wieder an und bleiben Sie auf dem Bett, sagte die Stimme einer Sicherheitskraft über die Sprechanlage. Harold blickte auf seine jetzt umgedrehten Hände herab. Nach der unbeabsichtigten Freisetzung und Inhalation eines unbekannten Partikels aus einem Versuchsobjekt, an dem Harold gearbeitet hatte, ließ er jedes Mal, wenn er lebendes, biologisches Gewebe berührte, es zu festem Marmor erstarren. Widerwillig verpackte Harold seine tödlichen Hände in ein paar Lederhandschuhe, die ihm gegeben worden waren. Kurz darauf öffnete sich die Zellentür und ein älterer Mann mit einem Walnussstock trat langsam ein. Er setzte sich an Harolds Tisch und drehte sich mit einem kleinen Lächeln um. Ist eine Weile her, Zack. Da hast du recht, stimmte Johnson zu, als Harold nervös in den Einwegspiegel sah und dann zu ihm zurückblickte. Johnson nickte ihm traurig zu. Dr. Freeman, die für Harolds Dokumentation zuständige Forscherin, beobachtete jede ihrer Bewegungen. Wie behandelt dich der neue Assistent? Fragte Harold. Bevor er seine eigenen Aufgaben erhalten hatte, hatte Harold fast 5 Jahre lang mit Dr. Johnson zusammengearbeitet. Es war eine durch und durch angenehme Erfahrung gewesen. Nun, er ist nicht du und er ist manchmal ein kleiner Plagegast, aber am Ende des Tages macht er seinen Job, antwortete Johnson. Ah, murmelte Harold. Eine Stille fiel über den Raum. Ich habe gehört, dass sie dir eine tolle Ruhestandsparty geschmissen haben. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ich auch. Johnsons Lächeln begann zu verblassen. Er wandte sich den mehreren Fotografien zu, die das oberste Regal des Bücherregals säumten und jeweils die gleiche Frau und den gleichen Jungen mit unterschiedlichen Altern darstellten, bevor sie mit einem Bild vom Hochzeitstag des Jungen endeten. Lisa sagt, dass Jack und Elizabeth versuchen, ein Baby zu bekommen. Ist das so? Sagte Harold leise. Johnson wusste, dass er immer Großvater werden wollte. Ich bin sicher, Lisa wird eine fantastische Großmutter abgeben. Sie vermisst dich immer noch schrecklich, weißt du? Fügte Johnson hinzu. Jack auch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, endet das Gespräch immer bei dir. Harold reagierte nicht, sondern lächelte melancholisch, als er auf den Boden blickte. Du wirst immer noch ein Auge auf sie haben, oder? Fragte er. So oft ich kann, antwortete Johnson. Collins hat versprochen, dir neue Fotos zu schicken. Harold nickte mit Dank. Die beiden Männer schwiegen noch einmal. Bald darauf stand Johnson auf und machte sich auf den Weg zur Tür. Danke für alles, was du in all den Jahren für mich getan hast, Zack. Ich würde dich umarmen, wenn ich könnte. Harold stand. Sein Lächeln verwandelte sich in ein kleines, bedauerndes Runzeln. Ich weiß das zu schätzen, sagte Johnson und lächelte. Johnson verließ den Raum in Stille, drehte sich auf dem Weg nach draußen noch einmal um und nickte. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, packte Dr. Johnson seine Kiste mit persönlichen Gegenständen und verließ Standort 19 für immer.